Hallo, ich bin Cinema-Redakteur Ralf Blau und möchte Ihnen den neuen Film von Edward Zwick vorstellen. Der Film heißt Bauernopfer. Edward Zwick hat vorher Filme gedreht wie Legenden der Leidenschaft, Last Samurai oder Blood Diamonds, also ein sehr hochkarätiger Regisseur. Auch sein neuer Film ist extrem gelungen. Erzählt wird die Geschichte eines legendären Schachturniers, an das sich die Älteren mit Sicherheit erinnern werden. Es geht um Bobby Fischer, den Amerikaner, und Boris Spassky, den Russen, die 1972 in Reykjavik gegeneinander gespielt haben. Der Film erzählt zum einen die sehr bizarre und irrwitzige Geschichte dieses Schachturniers, ist andererseits aber, und das vor allem, ein Psychogramm des Schachspielers Bobby Fischers, wird so ein bisschen beleuchtet, seine Kindheit, sein Werdegang. Und der Bobby Fischer litt unter paranoiden Zuständen, hatte Verfolgungswahn, ist im Laufe seines Lebens wirklich verrückt geworden. Eingebettet ist das Ganze in die Zeit des Kalten Krieges. Man kriegt ein ziemlich gutes Gespür dafür, wie damals die Situation war zwischen den Russen und den Amerikanern, wie beide Seiten versucht haben, auch dieses Schachturnier sozusagen so im weltpolitischen Sinne für sich zu nutzen. Wer das Kino der 70er Jahre mag, wird diesen Film lieben, weil es auch atmosphärisch und von der Ausstattung her sehr an das Kino der damaligen Zeit erinnert.